Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des House of Blessing Freikirche Telfs. Wir wollen dich mit der folgenden Botschaft segnen und würden uns freuen, wenn du uns als Abonnent auf unserem YouTube-Kanal erhalten bleibst oder auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite hineinklickst. Vielen Dank. Gottes reichen Segen. Viel Freude in meinem Herz. Weißt du warum? Jesus ist hier. Halleluja. Der Geist Gottes ist hier. Und der Vater sagt zu uns, wenn du in meinem Namen versammelst, dann bin ich da. Halleluja. Und ich bin sehr aufgeregt, nicht nur, weil wir nach Südafrika fliegen nächste Woche. Aber ich bin sehr aufgeregt, dass Gott uns ein Wort gegeben hat. Halleluja. Sorry, ich muss mein Deutsch ein bisschen. Ich weiß nicht, was soll ich damit tun. Aber ich möchte gerne heute Morgen mit euch darüber reden, die Perspektive Gottes. Nicht nur unsere Perspektive, aber wir müssen die Perspektive Gottes sehen heute Morgen. Und wenn wir die Bedeutung der Perspektiven suchen, werden wir feststellen, das habe ich gemacht, in YouTube, Google angeschaut, was ist Perspektive? Dass es darum geht, etwas von einem bestimmten Punkt auszusehen. Die Perspektive ist, es geht darum, um etwas von einem bestimmten Punkt auszusehen. Und das macht Sinn. Schau mal kurz. Das passiert so. Wenn ich da bin, okay, und ich schau mal durch diese Zaun, oder? Okay. Mal dann sehe ich Sabina, ich sehe Heinz, ich sehe halbe Sarah und sonst nichts mehr. Sonst nichts mehr. Aber wenn ich dort bin, dann sehe ich alle Menschen. Und das ist eine Perspektive. Meine Perspektive dort ist begrenzt. Aber meine Perspektive hier ist nicht begrenzt. Ich sehe alle an. Ich kann auch die Perspektive von dir kann ich ein bisschen ändern, wenn ich so mache. Kannst du mich sehen? Das machen wir auch. Wenn wir auf die Straße gehen, dann machen wir so. Aber bitte, sieh mich nicht an. Warum? Ich will nicht, dass die Leute mich sehen in all meinen Fehlern auch. Dann mache ich so. Dann fühle ich mich ein bisschen beschützt. Ich will gerne heute Morgen Psalm 73 und dann ab Vers 3 will ich lesen bis Vers 9. In erster Platz reden wir ein bisschen über die Augenhöhe-Perspektive. Die Augenhöhe-Perspektive. Ja, mein Augenhöhe-Perspektive ist ein bisschen anders als Davids Augenhöhe-Perspektive. Oder mein Bruder Josefs Perspektive. Sie sind fast zweimal meine Länge. Und dann ist die Perspektive ein bisschen anders, oder? Aber jeder Mensch hat eine Augenhöhe-Perspektiven. Das lesen wir in Psalm 73, Vers 3. Denn ich habe
Das ist Asaf. Asaf hat diesen Psalm geschrieben. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet. Machen wir das nicht so oft. Weil wir schauen ein bisschen so. Man sieht immer, oh, das ist eine gute, ein schönes Auto, meine Gute. Dann sagt man, oh, sagt die Frau, hast du dir schönes Kleid angeschaut? Von dieser Frau, ein schönes Schuhe und so fort. Als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Dann haben wir oft ein bisschen Krankheiten. Wir haben ein bisschen so, ich fühle mich nicht so gut. Aber ich schaue mal rundherum und sage, okay, sie sind alle so gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie treffen für Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses. Verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das sagt Asaf im Psalm 73. Warum? Weil Asaf hat eine augenhohe Perspektive gehabt in diesem Moment. Und wenn wir, liebe Leute, wenn wir außen gehen und wir benutzen unsere augenhohe Perspektive, dann werden wir die gleiche Sache sehen. Das war in Asafs Zeit. Habe ich gedacht, wow, das ist viel schlimmer heute. Viel schlimmer. Und diese augenhohe Perspektive, das bedeutet, dass ich von anderen Menschen besessen bin und was sie tun. Und dann habe ich immer Stress. Weil ich sehe immer Leute mit ein größeres Auto als wie ich habe. Ja, das ist wahr. Aber Gott sei Dank, das ist nur ich und meine Frau. Wir brauchen nichts Größeres. Das ist auch wahr. Und in mein bestes Deutsch muss ich sagen: We must be content with what we have. Sag das in Deutsch, Simon, bitte. Ja, wir müssen zufrieden sein. Amen. Aber zufrieden ist nicht die richtige Wort, glaube ich schon. Wir müssen Gott dafür danken, für was wir haben. Und nicht unsere Sache mit anderen Leuten zu sagen, Vergleich. Weil wir sind unique. Das ist ein guter deutscher Wort. Einzigartig, Halleluja. Wir sind einzigartig. Gott hat es so gut geschafft. Und dann sagt Gott zu mir, Willem, weißt du was? Du weißt es noch nicht, sagt er zu mir in 2017, 2015, 2014. Du weißt es noch nicht, aber ich schicke dir zu Österreich. Und ich habe da ein Auto für sie. Das ist nicht so groß. Was ich verspreche dir, ich werde diese Auto beschützen. Halleluja. Halleluja. Heute nach Gottesdienst fahren meine Frau und meine Tochter mit dieser Auto nach Deutschland.
Da habe ich schon heute Morgen gesagt, sei mal bitte vorsichtig. Dieses Auto ist 22 Jahre alt. Hab mal ein bisschen Respekt, bitte. Und fahr nicht so schnell. Aber kommt diese Sache für euch bekannt vor, dass wir in Augenhohe Perspektive nicht immer so gesegnet sein und wir sagen, oh, was ist jetzt los mit mir? Warum? Und ich spreche mit mich auch. Weil ich bin auch ein Ehemann. Ich habe auch eine Verantwortung in mein Haus zu sehen, dass alles gut geht. Und manchmal nehme ich zu viel auf meine Schulter. Zu viel. Ich kann das mal ein bisschen loslassen. Und sage Gott, bitte helf mir. Sagt meine Frau zu mir, etwas stimmt nicht. Was ist los mit dir? Sag ich, das ist alles okay. Ich habe kein Problem. Aber in der Hintergrund. Weißt du was? Ein Computer, oder? Was sagt man dafür? Ein Computer, ja? Ein Computer. Es gibt so viele Sachen, die im Hintergrund passiert in einem Computer. Und wenn ich David frage oder Simon frage, Simon, sag mir bitte kurz, wie viele Sachen passiert an diesem Computer im Hintergrund jetzt? Das ist viele, 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 viele. Ja, danke schön. Millionen, das habe ich nicht gewusst. Ach. Aber so viele Sachen passiert im Hintergrund. Und dann sagt meine Frau zu mir, bitte komm zu mir, sag mir, was ist los? Ich sage, alles ist gut, Lovey. Alles ist gut. Aber in meiner Augenhohe Perspektive passiert viel. Weil ich denke, oh, ich muss noch die Pickel machen von meinem neuen Auto. Ich muss noch nicht die Service machen. Ich muss noch die Reifen tauschen. Ich muss noch mit meinem Sohn ein bisschen überlegen, wir fliegen nach Südafrika. Wie können wir das? Die Familie, meine Frau ist im Nord in Afrika. Meine Familie ist Süd in Südafrika. Meine Kinder sind im Ost in Südafrika. Wie soll ich das machen? Was war all diese Sachen? Augenhohe Perspektive, Willem. Hör mal auf damit. Muss ich mich selber ansprechen. Es wird alles gut, Halleluja. Es gibt eine zweite Perspektive. Das ist, ich bin ein Maus-Perspektive. Und das ist die Wahrheit. Es gibt diese Perspektive, ich bin ein Maus. Also, oh, bitte sag das nicht wieder, ich fühle mich so beleidigt. Ich kann das nicht tun. Ich bin ein nicht so großer Mann. In Daniel 3 lesen wir die Geschichte von Sadrach, Meshach und Abednego. Der König wollte sie in eine mausähnliche Perspektive zwingen. Und ich sage, ich sag euch was. Wenn ich das sage, dann macht du das. Und dann hat die König gehofft, dass Sadrach mäßig ab und zu sagt, nein, König, das ist alles so gut, das ist alles gut. Kein Problem. Wo sollen wir hingehen? Sollen wir jetzt hinfallen? Was sollen wir machen? Ihr Lieben. Sadrach, Meshach und Abednego. Sie lassen sie nicht unter Druck, weil ein Mensch, sie kennt Gott. Sie haben viele Erfahrungen mit Gott gehabt. Und dann sagt sie, ja, König, du weißt bestimmt nicht, mit wer zu sprechen in diesem Moment. Wir sind nicht normale Menschen, wir sind Kinder Gottes. Und wenn die Feier uns anspricht und sagt, du musst so machen, und wenn die One World Order sagt, mach so, dann sag ich, ich bin ein Kind Gottes, ich bin kein Maus. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Dann sagt der König zu diesen drei Leuten: Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zither, Lehre, Harfe, Sackpfeife oder andere Musikinstrumente hört, muss ihr euch zum Boden werfen. Meine Güte, kannst du das glauben? Und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Sag ich, Herr, weißt du, was das passiert heute? In unserer Welt auch. Irgendwo sitzen Leute, die denken, sie haben die Kontrolle über die Welt. Und sie sagen, wir sagen euch, was passiert in unserer Welt. Und du musst es so machen und so machen, sonst werden sie bestraft. Ich bin ein freier Mensch durch das Blut Jesus. Kein Mensch kann kommen mir sagen, mach so. Wenn das nicht stimmt mit dem Wort Gottes, dann sage ich gerne nein. Nein. Dann sagt der König, sie müssen dieses Standbild, das der Mensch gemacht hat, hinfallen und verehren. Alle Menschen fielen nieder, um dieses Bild anzubeten. Und das hat mir sehr, sehr bekannt vorgekommen. Und ich sehe, wie Menschen heute Morgen Gott nicht anbeten, aber viele andere Sachen anbeten. Warum? Warum? Weil sie fühlen sich wie ein Maus. Jemand hat gesagt, ich muss das tun, sonst geht es nicht gut mit mir. Wir haben einen Platz. Halleluja. In himmlischer Ort haben wir einen Platz in Christus. Jesus sagt dieses Wort zu mir. Halleluja. Und was du jetzt hier siehst, ist nur ein Instrument Gottes. Aber ich habe einen Platz in himmlischer Ort. Gerade jetzt. Mögen wir nicht nach die Welt, was soll ich sagen, die Musik von der Welt tanzen, aber mögen wir die Stimme Gottes hören und sagen, Vater, ich muss du gehorsam sein und kein anderer Mensch. Es gibt noch ein Dritter und ich beeile mich. Weil ich sehe auch diese Öre hinten, das ist auch nicht gut. Es gibt auch eine Heuschreckenperspektive. Eine Heuschreckenperspektive. 4. Mose 13, Vers 33 lesen wir: Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Meine Güte, was für ein Nachricht. Bitte, sagt es nicht wieder. Ist der Herr Jesus Christus Gott, unser Vater, nicht dein Gott und Vater? Aber weißt du was, an diesem Moment kommt Mose. Und Gott hat gesagt, ich schicke dir ein schönes Land. Aber nimm mal 12 Leute, bitte. 12 Leute. 12 von den besten Leuten in die Volk Israel. Schick ihnen als Spion nach diesem Land, das ich euch versprochen habe. Schick ihm. Und dann sagt Mose, okay, gib mir den besten Mann von 12 Volke, Stamme. Die Beste, nee, nicht Willem oder Heinz, oder, ja, vielleicht du, aber nicht mich. Die Beste von diesen 12 Stamme.
40 Tage lang. Muss ich ein bisschen schauen, was ist. Können wir das machen? So. Dann kamen diese Leute zurück. Nach 40 Tagen. Kannst du das? 10 von diesen Leuten sagen, no, wir sind Heuschrecken, Mann. Wir sind Heuschrecken. Was? Ja, wir haben diese Riesen angeschaut, wir sind alles. Warte, wir können das nicht. Wir stehen neben diesen Leuten. Und sie hat auch gedacht, wir sind Heuschrecken. Glaub dem Teufel nicht, bitte. Weil er will so gerne, dass du dich als ein Heuschrecken siehst. Das ist sein Auftrag. Aber eine von diesen, zwei von diesen, Josua und Caleb, hat so gesehen, die Wort Gottes sagt, Caleb konnte nicht das mehr aushalten. Er sagt, stopp! Schluss damit! Hör auf! Meine Gute! Wir brauchen kein Heuschrecken. Wir brauchen Menschen, die Gott gehorsam sind. Das war die dritte. Zu Hause, Augenhöhe. Und dann haben wir diese Perspektive, die zweite. War eine Maus. Und die dritte war die Heuschrecken. Und es geht immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ah, aber dann, Brüder und Schwester, haben wir eine Perspektive. Es gibt eine, diese Perspektive, dass Gott von uns hat. Halleluja. In Psalm 73, Vers 17, ging Asaf. Hör mal zu, wohin ging Asaf? Asaf ging in die Heiligtum von Gott hinein. Und dort sehen Asaf was? Die Perspektive Gottes. Asaf, ma, hab ich nicht gewusst. Ich bin kein Augenhöhe Perspektive Mensch. Ich bin ein Kind Gottes, Halleluja. Ich brauche nicht diese Perspektive zu haben. Wo bin ich? Wie kann ich sehen? Was soll ich machen? Das bin ich. Okay, aber ich brauche auch nicht mein Selbst zu verstecken. Ich habe eine Perspektive Gottes. Ich bin ein Eroberer durch Christus Jesus. Gottes Perspektive ist das direkte Produkt des Seins in Heiligtum Gottes. Halleluja. Halleluja. Gehen wir zurück nach die, das ist eine Gottesperspektive. Dann gehen wir zurück zu diesen drei Freunden von Daniel. Und wir sehen eine andere Gottesperspektive. Die drei Freunde von Daniel kannten einen Gott, den sie anbeten, unabhängig davon, was der König von ihnen wollte. Sie sagten zu dem König, wenn der Gott, Halleluja. Können wir das nicht sagen, bitte, zu unseren Problemen, unsere Sachen, das uns bekommt. Wir kommen uns um so viele Sachen. Lass uns ein bisschen hören, was diese drei Leute zum Daniel sagen. Wenn der Gott, den wir verehren, wir verehren den richtigen Gott, weißt du das? Wir brauchen keine Angst zu haben. Halleluja. Wir verehren die gleiche Gott, das Sadrach, Meshach und Abednego verehren hat. Ist das nicht wahr? So, warum sind die so? Was sagst du da?
Ich sage dir die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Wenn der Gott die wir verehren es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Ganz bestimmt, ohne Frage. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten, sagt diese drei Leute zu dem König. Der König sagt, ja, okay. Was für ein wunderbares Beispiel von einer Gottesperspektive. Drin in diese Probleme, sie riechen mal die Feuer und sie sehen mal die Flamme an, oder? Und sie sagen, okay, es ist ein bisschen heiß. Es ist ein bisschen, zieh mal aus die Jacke, es ist ein bisschen heiß. Aber, Halleluja, sie wissen bestimmt, dass Gott das auch sehen. Und sie sagt Gott, du bist mit uns, oder? Oder? Du bist mit uns. Und zusammen mit diesen drei Leuten will ich gerne proklamieren heute, wir werden keine anderen Götter dienen. Halleluja! In diesen Räumlichkeiten werden wir kein anderen Götter dienen. Nur Gott, unser Vater im Himmel. Halleluja. Er ist würdig. Unsere Ehre und Lobpreis. Halleluja. Sag mal bitte, Halleluja, bitte. Sag mal Amen und sag was? Halleluja. Amen. Thank you, danke. Er ist würdig. Und dann Daniel 3, 24. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seinen Ratgeber. Hör mal zu. Lass die Ratgeber mal gehen. Lass uns mal zu Gott gehen, wenn es ein bisschen heiß ist. Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König. Sagt die Ratgeber. Aber seht doch, Halleluja, morgen die Leute sehen, dass was hier geschehen, die Werk Gottes ist und gar nichts anderes. Aber seht doch, rief Nebukadnezar. Und ich sehe die König an und da dachte ich, okay, jetzt reagiert die König ein bisschen anders. Er sagt, hey, sieh doch, was passiert? Dort sehe ich vier Männer. Halleluja, Halleluja. Wir sind 22, nein, nicht 22, wir sind 23 heute, weil Gott ist hier. Halleluja. Halleluja. Ich sehe vier Männer. Ungefesselt. Wir brauchen nicht gefesselt dort zu sitzen. Und sage, ich fühle mich nicht frei. Ich fühle mich gefesselt. Wir brauchen es nicht zu haben. Weil die König sind vier Leute ungefesselt. Ich sehe 22 Leute. Hoffentlich ungefesselt heute Morgen. Halleluja. Durch die Blut Jesus freigesetzt, ihm zu leben, zu loben und zu preisen. Halleluja. Und sie sind völlig, sagt die Königin, unversehrt. Und die vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Halleluja. Er ist hier. Er ist hier. Kannst du das spüren, dass Gott heute Morgen dort ist? Er ist hier, alle unsere Fragen zu beantworten. Er ist hier, unsere Krankheit zu genesen.
Er ist hier, uns frei zu setzen von alles, was die Feind uns will festhalten. Er ist hier. Halleluja. All diese kann nur passieren, wenn wir eine Gottesperspektive haben. Und nicht als eine Mäuse oder Maus oder Heuschrecken Dinge sehen. In 4. Mose 13,30 lesen wir eine Proklamation eines Mannes, die Perspektive Gottes hat. Warum konnte Kaleb in der Lage sein, sich gegen eine ganze Nation zu stellen? Warum? Er hatte eine Gottesperspektive. Er hat nicht die Menschen angeschaut. In den Hintergrund sagt der Geist Gottes zu Kaleb: schau mal, das ist das Land, was ich vorhaben für sie. Das ist das Land. Er sagt Kaleb: ja, ich sehe das. Zeig mir mehr. Kaleb hat eine Gottesperspektive. Er hörte Gott sprechen und nicht der Mensch. Und dann sagt die Riesen, die große Mann zu ihm: wer bist du? Wie heißt du? Du bist momentan in unserem Land. Und Kaleb dachte: wer bist du, Mann? Ich bin hier mit meinem Gott. Ich bin ein Eroberer. Halleluja. Und er hörte Gott sprechen und nicht den Menschen. Er war bereit, der Stimme Gottes zu gehorchen. Und wenn, auch wenn der Mensch sagte, es ist unmöglich. 10 sagte: nein, wir können das nicht. Aber Kaleb sagte: ja, das können wir. Halleluja, weil Gott hat uns das versprochen. Amen. Aber ich beeile mich noch. 1. Samuel 10, Vers 46 bis 49 lesen wir von einem Jungen mit der Perspektive Gottes in seinem Herzen. Halleluja. Und der Philister wird besiegt. Weil David hat die Perspektive Gottes. Dann kam die Löwe. Da sagt David zu dem Löwe: komm zu mir. Ich habe eine Überraschung für dich. Komm zu mir. Und nicht in seine eigene Kraft, sondern in die Kraft Gottes konnte er diese Löwe kaputt machen. Und auch die Bär. Halleluja. Und dann sagt dieser Philister zu David: Mo. Und David sagt: na, habe ich alles dafür gehört. Kein Problem. Lass uns nicht zulassen, dass die Welt wow macht und uns erschrecken. Lass uns die Welt nicht hören, aber Gott hören. Gott sagt: Du kannst das. Heinz, du kannst das. Keine Frage. Halleluja. Auch du, Annette. Halleluja. Und dann schreibt Asaf in Psalm 73, Vers 28. Weil Asaf kam von der Herrlichkeit Gottes, die Heiligtum Gottes. Er war da. Dann sagt Asaf: doch, mir geht es gut. Halleluja. Ich habe gerade angeschaut, Augen nur Perspektive. Nein, was ist das? Mir geht es nicht gut. Aber nachher in dieser Heiligtum Gottes war, komme ich zurück und sage: doch, geht es mir gut, weil ich mich nah an Gott halte. Liebe Brüder und Schwestern, es geht es manchmal nicht gut, wenn wir nicht nah an Gott halten. Ist
Es geht uns gut, wenn wir... Na, Simon, bitte, komm zu mir. Das ist wunderbar, das ist mein Bruder. Ich bin größer als Simon. Ein kleines bisschen. Okay, ein kleines bisschen. Aber schau mal, wie nah. Wie nah. Und weißt du was? Gott sagt heute zu euch, zu mir. Sei nah zu mir. Sei nah zu mir. Lass nicht zu, dass da eine Spaltung kommt. Lass nicht zu, dass Worte Dinge zwischen euch kaputt machen. Lass nicht zu. Aber sei nah zu mir. Dann sind wir zwei gegen andere Leute. Halleluja, danke Simon. Danke. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich alle erzählen. Halleluja. Weißt du was? Wir müssen ein bisschen Geräusch machen, Mann. Die Welt muss hören, dass Gott uns befreit hat. Halleluja. Herr, hilf uns bitte. Wir lesen in Daniel 3, 25. Siehe doch, rief, dort sehe ich vier Männer ungefesselt in einem Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und er führte sie auf ein göttliches Wesen. 4. Mose 14, 24. Gute Nachricht, Bibel. Nur meinen Diener. Schau mal, hör mal zu, bitte. Nur meine Diener Kaleb will ich in das Land bringen. Von einem ganzen Volk. Oh, Herr, bitte. Vergiss mich nicht. Bitte. Ich will auch dorthin. Die Land Gottes. Was du für mich vorhast, will ich auch hingehen. Und an diesem Tag will ich hineingehen und sagen, wow, das war nicht wegen meiner Große, es wegen die Gute Gottes, dass ich heute hineingehen kann. Es ist, will ich in das Land bringen, das er erkündet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben. Dann in ihm war ein anderer Geist. Nie ein schlafender Geist oder ein Geist, das keine Kraft haben. In ihm war der Geist Gottes. Halleluja. Mögen die Geist Gottes uns heute Morgen so ein bisschen, das soll ich sagen, ein bisschen die Schlinge nehmen, also ein bisschen, komm. Lass uns gehen. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut, sagt Gott von Kaleb. Mögen der Herr das von uns sagen, bald. Sie hat mir vertraut. 4. Mose 13, 13. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Wir sind kein Heuschrecken mehr. Und bitte, wenn der Feind kommt und zu dir sagen, hallo Heuschrecken, dann sag euch zu ihm, falsche Adresse, geh mal so, vielleicht findest du da ein Heuschrecken. Aber an dieser Adresse wohnt ein Kind Gottes. Halleluja. Du schaust mich falsch an. Ich bin viel größer. Sag ich zum Defiant. Halleluja. Ja. Ein anderer Tag. Brüder und Schwestern. Es gibt eine Perspektive, dass Gott von uns hat. Mögen wir heute Morgen Zeit nehmen und sagen, Vater, ich brauche die Perspektive Gottes in meinem Leben.
Ich will auch ein Kaleb sein. Ich will auch ein David sein. Ich will auch ein Eroberer sein. Damit unsere Perspektive geändert werden können in der Heiligtum Gottes. Keine augenhohe Perspektive. Lass es mal gehen, lass es gehen. Es bringt nichts. Nur Schwierigkeit. Ich fühle mich beleidigt. Ich fühle mich nicht gut. Ich schaue mir die Leute an. Oh, meine Güte, was ist das? Was ist das? Das ist Quatsch. Wirklich, weil wir sind Gottes Kinder. Keine Mäuseperspektiven mehr. Wie die Menschen außen sind. Keine Heuschreckenperspektive mehr. Wir sind nicht eine von diesen 10 Spionen. Ich will das nicht sagen. Ich kenne diese Leute gar nichts. Wir brauchen Gottes Perspektive und wir brauchen es jetzt. Nicht morgen. Nicht morgen. Wir sind jetzt da. Wir brauchen das nicht morgen. Nicht übermorgen. Nicht nächste Woche, nicht Freitag oder Samstag, wenn wir fliegen, brauche ich das. Ich brauche das jetzt. Weil Jesus hat die volle Preis für mich bezahlt. Für jetzt, nicht für morgen. Die Bibel sagt, dass morgen hat sein eigenes Problem. Aber jetzt ist die Möglichkeit für uns, in Heiligtum Gottes hinzugehen, ich weiß nicht, was zu sagen. Aber dorthin sollen wir. Der Heiligtum Gottes. Halleluja. Halleluja. Und zum Schluss, bitte lese ich einen Teil in Habakkuk 3, 17 bis 19. Ah, wunderbar. Wunderbar. Weißt du was? Es gibt Probleme in unserem Leben. Ja, das ist so. Es gibt Situationen, dass wir sagen, ja, das ist schwer. Es gibt Momente, dass wir sagen, Herr, bist du noch da? Es gibt diese Momente. Aber hört mal zu. Hört mal zu. Doch. Ich liebe dieses Wort, doch. Ja. Doch. Auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen. Lass uns nicht augenhohe Perspektive mit den Feigenbäumen haben, bitte. Und die Weinstöcke noch keine Trauben. Obwohl die Olivenernten spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen. Wow, was für ein Bild. Es kommt mir vor, ein Armmannsbild, oder? Es gibt kein mehr. Das ist eine verlorene Sache. Ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil! Halleluja! Praise God! Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft! Halleluja! Mit ihm, hör mal zu, mit ihm kann ich so sicher wie eine Geselle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Halleluja. Halleluja. Das will ich nicht heute schauen, weil vielleicht kann ich niederfallen. Aber Gott hat diese Verheißung. Nirgendwo, Willem Brits, nirgendwo gehst du, dass ich nicht da bin. Und weißt du was, wenn du in diese Spiegel mal ein bisschen schauen und sagst, oh ja, ja, was ist das? Sieh mal einen Gesell an. Sieh mal einen Gesell an. Ich ändere dich in einen Gesell.
ich mache dich stark. Und über die Berge wollen ich, dass die überqueren gehen, vollbauten gehen und über die Felsen springen. Ich habe so viel für dich vor. Halleluja. Und heute Morgen, ich sage Amen. Heute Morgen glaube ich schon, dass niemand hier will eine augenhohe Perspektive haben. Niemand hier will eine mäuschliche Perspektive haben oder die Perspektive von einem Heuschrecken. Mögen der Herr in unsere Herzen was machen, dass wir eine Perspektive Gottes tragen. Mit uns, überall, wo wir gehen. Und wenn ich an meine Frau, meine Tochter und die Enkelkind denken, Auto zum Deutschland bald, dann will ich Gottes Perspektive haben und sage, danke Vater, du bist mit ihnen. Du bist da. Ich bin nicht da, aber ich weiß schon, weil ich habe eine Gottes Perspektive, du bist da. Halleluja. Simon, kannst du vielleicht? Ich bedanke mich, dass du ein bisschen Geduld hast mit mir. Und ich hoffe, dass in dieser Zeit der Herr Gott in dieser Räumlichkeit etwas tun. Wenn wir rausgehen, dann sind wir Riesen in nicht Mäuse, Riesen in nicht Heuschrecken, Riesen mit ein